16. März, 17.57 Uhr. Die Hamburg Freezers gehen mit einem Sieg im Gepäck vom Eis in die Kabine. 4:1 gegen die Iserlohn Roosters, ein perfekter Auftakt ins Playoff-Viertelfinale 2014. Sehr, sehr glücklich mit der Leistung von der Mannschaft. Erste Drittel war so, aber in der Angriffszone, wir haben sehr gut gespielt in der ersten Drittel, aber in der Abwehrzone, wir waren nicht so stark, so, aber zweite, dritte Drittel, wir haben sehr gut Eishockey gespielt. Einen Tag danach stand die Regeneration ganz klar im Vordergrund. Dabei reichten die individuellen Erholungsprogramme vom einfachen Fahrradfahren über kleine Krafteinheiten bis hin zu heißen Tischtennispartien in den Hamburger Katakomben. Ja, natürlich. Also Regeneration ist eines der wichtigsten Sachen in den Playoffs. Und deswegen, ich glaube, dass wir das ganz gut jetzt heute geregelt haben. Jeder, der wollte, konnte halt aufs Eis gehen. Jeder hat was anderes für sich selber. Die meisten, die älteren Spieler, wissen, was gut für sie ist. Und dann macht jeder halt Regenerationsprogramm heute. Trotz eines entspannten Trainingstages ist die Mannschaft fokussiert und die Marschroute für das Spiel 2 am Mittwoch in Iserlohn klar. Ja, also wir werden genauso anfangen wie hoffentlich daheim. Also wir werden genauso starten, hoffentlich. Natürlich, da brennt der Baum bei denen im Stadion. Also es ist eines der lautesten Stadien, wo ich schon je gespielt habe, muss ich sagen. Und ja, hoffentlich lässt sich der Schiedsrichter da nicht ein bisschen beeinflussen oder so. Das weiß man ja nie, was da passiert. Aber es macht auch nichts. Also ich glaube, dass die haben gegen uns auch ganz gut gespielt. Die werden daheim natürlich noch motivierter sein und müssen auf alle Fälle Vollgas geben. Für die Mannschaft geht es schon morgen Mittag nach dem Training mit dem Bus ins Sauerland. Die zweite Viertelfinalpartie steigt dann am Mittwochabend um 19.30 Uhr in der Eissporthalle am Seilersee.